letzten Montagsdemo gegen die bodenlos unverschämte Stadtzerstörung und für einen gut funktionierenden Kopfbahnhof. Liebe Mitbürgerinnen, Freunde und Freunde, wunderbar, dass Sie und Ihr wieder so zahlreich hier seid. Ein herzliches Willkommen auch der Fahrraddemo vom Feuersee und den Leuten der Kerner Vierteldemo. Mein Name ist Angelika Link und ich darf heute wieder durch unser Programm führen mit dem Motto 1000 Gründe gegen den Filderpfusch. Dazu werden unsere beiden Redner Jörg Dittmann und Steffen Siegel sprechen. Gleich zu Anfang möchte ich Sie auf zwei Dinge aufmerksam machen. Erstens, bitte decken Sie sich an den Infoständen und an der Mahnwache großzügig mit den Flyern für unsere 200. Montagsdemo am 2. Dezember ein. Für die Briefkästen im Wohnviertel, für Kneipen und Läden. Das wird wieder ein Programm, das ich hören und sehen lassen kann und wo wir demonstrieren können, dass wir im Traum nicht daran denken, aufzugeben. Knacken wir die 7000 Montagsdemonstranten vom 30. September. Wie Heinrich Steinfest im September zu uns sagte, wir halten hier den Platz frei, wir halten alle hier den Platz für die kommenden Proteste warm. Und zweitens will ich nochmal hinweisen auf die heutige Veranstaltung zu den Bürgerbegehren gegen S21 im Rathaus. Direkt nach der Demo um 19.30 Uhr im Großen Saal. Die Vertrauensleute und Initiatoren der Bürgerbegehren sind dabei. Egon Hopfensitz, Eisenhard von Löper, Christoph Engelhardt, Joris Schöller. Sie sprechen über die Hintergründe, die laufenden und geplanten Aktivitäten. Besonders möchte ich darauf hinweisen, dass es darum gebeten wird, die Listen zügig zur Mahnwache zurückzubringen, auch wenn sie nur halb voll sind. Ja, wir bleiben dran und aktiv gegen Stuttgart 21 mit den verschiedensten Aktivitäten, mit Bürgerbegehren, mit dem Protest auf der Straße, mit unseren vielen klugen Fachgruppen, von den Ingenieuren bis zu den Architektinnen. Dass das Regierungspräsidium sich jetzt gegen den Willen der Bahn für eine Fortsetzung der GWM-Erörterung am 12. Dezember entschieden hat, ist auch ein Erfolg der fachkundigen Arbeit der Fachgruppen, für die wir hier auf der Straße ein wirkungsvoller Verstärker sind. Gute Arbeit leisten auch unsere Versorger, wenn sie den gestresst im Stau steckenden Autofahrern mit Cookie und Kaffee vermitteln, dass Stau und Dreck durch S21 auch dienstags bis sonntags zum Normalzustand werden wird und herzlich wenig mit unseren Demos zu tun hat. Das ist eine sehr unterstützenswerte Initiative. Wer unterstützen will mit Backen und Verteilen, mehr dazu am Stand der Versorger, an der Mahnwache und unter parkschützer.de. Nur gemeinsam kommen wir voran und dann sind auch bei uns hier Dinge wie in Bayern möglich. Der IOC-Präsident Thomas Bach, FDP, aus dem lieblichen Taubertal unterstellte den Hunderttausenden, die sich gegen die Bewerbung München 2022 entschieden haben, schwere staatsbürgerliche Defizite. In Deutschland herrsche in weiten Teilen eine gewisse Mutlosigkeit, Zukunftsprojekte anzugehen. Zu sehen beim Bau von Flughäfen und Bahnhöfen. Wir sagen dazu, immer weniger Menschen gehen den globalen Abzockern auf den Leim und Oliver Welke von der Heute-Show sprach von einem, wie hat er geschrieben, ein hochverdienter Tritt in die korrupten Eier des IOC. Wenigstens bei Olympia schauen diese Paten der ehrenwerten Gesellschaft jetzt erst einmal in die Röhre. Bei uns dagegen kriegt bisher noch jedes Loch einen eigenen Tunnelpaten, jedes Loch, in das unser Geld versenkt werden soll. Und
Zitat, die Region opfert dafür gerade ihre S-Bahn. So beschreibt das die renommierte Fachzeitschrift Eisenbahnrevue. Dazu und zum Planfeststellungsverfahren auf den Feldern begrüße ich jetzt unseren ersten Redner, Jörg Dittmann. Jörg Dittmann engagiert sich bei den Feilingern für den Kopfbahnhof und im VCD. Herzlich willkommen, Jörg Dittmann. Hallo zusammen.